Der Fluch eines zum Tode Verurteilten gibt den Anlass zu einer unheimlichen Reise. Merkwürdig. Fast gleich. Sie sollen Auskunft über ihre Vergangenheit erhalten und ich soll das Erbe meiner verstorbenen Mutter antreten. Die Schlangengrube und das Pendel heißt der neue Film von Harald Reinl. Eine romantische Gruselgeschichte nach Motiven von Edgar Allan Poe. Aus dem Reich der Schatten greifen blutgierige Dämonen nach den Lebenden. Nein! Lassen Sie mich los! Hilfe! Ich warne Sie. Eilen Sie nicht in Ihr Unglück. Ein faszinierender Film um ein ungewöhnliches Abenteuer. Die Schlangengrube und das Pendel. Von dem blutigen Geheimnis eines Gespensterschlosses berichtet das neue Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs. Mit teuflischer Beschwörung weckt man die Toten und mit grausamer Folter quält man die Lebenden. Ich muss hinter das Geheimnis dieses Schlosses kommen. Und ich muss diesen Grafen Regula sehen. Dieser Film gibt Ihnen ein ganz neues Gruselgefühl. Das ist wirklich etwas Besonderes. Wahrhaftig, ich genieße diesen Augenblick. Dazu werden Sie nicht mehr kommen. Roger! Irgendetwas stört den Kreis. Ein Kreuz. Ich brauchte das Blut von 13 Jungfrauen. Ich hatte das dieser 12. Sie werden die 13. sein. Die letzte zu meinem ewigen Leben. Niemand kann ein Gespenst aufhalten. Nein! Drei Raben am Karfreitag, das bedeutet Unglück. In den düsteren Gewölben einer Burgruine lauert das Verderben. Die Schlangengrube und das Pendel zieht alle Menschen magisch an. Graf Regula erwartet sie.